Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Ich bin selbst überrascht, wie viel ich gerade aufnehme in letzter Zeit, aber irgendwie macht es nicht nur sehr viel Spaß, sondern ich habe auch einfach jetzt gerade den Drang in mir, das Spiel endlich mal durchzuspielen. Deswegen, ja, nehme ich gerade viel auf und hoffe auch, dass ich jetzt in dieser Sturm- und Drangphase für Witcher 3, in der ich mich gerade befinde, dass ich es auch schaffe, in der Zeit durchzuspielen. So, wir töten mal alle Monster. Oh, ich glaube, wir müssen mal eine Runde meditieren, weil wir haben gar keine Katze mehr. Und auch sonst sind die Tränke alle quasi. Alle. So. Gut. Ich werde jetzt hier nicht jede einzelne Kiste durchsuchen und aus Räubern, sondern das ist eine ziemlich große Höhle, oder? Also mit Gängen und Räumen und Kammern. Also ich gehe aber gerade in die falsche Richtung, oder was? Ja, von da bin ich gekommen. Okay, aber ist egal, ist trotzdem eine ziemlich große Höhle, weil das ist ja die erste Kammer und es geht ja, wie man sieht, noch weiter. Ziemlich krasses Tunnelsystem. Tod? Ich glaube, das war ein direkter Tod wieder. Na also. Was? Das war's schon? Okay, das war einfach. Dann schließen wir mal das Problem des Winzers ab. Ja, ist halt auch, also ist halt echt eine verdammt große Höhle mit Tropfstein dran. Also nicht schlecht. Ich habe zwar eigentlich gesagt, dass ich jetzt nicht alles auseinandernehmen will, aber egal. Gehen wir zurück, komm, ich habe jetzt auch keinen Bock hier nochmal Katzen zu verwenden. Hallo, Fackel, kannst du trotzdem mal anmachen. Also. Halt, hier lang. Ne? Es ist ein bisschen schade, dass diese Aufträge von diesen Winzern ist halt immer das gleiche. Also, es ist halt immer einfach so eine blöde Höhle, in der der Monster drin sind. Und ich weiß nicht, das hätten sie irgendwie vielleicht noch einen Tick abwechslungsreicher gestalten können. Und? Wirst du in meinem Lager nach dem Rechten sehen? Schon getan. Da waren ein paar Riesentausendfüßler. Aha. Und wie soll ich die davon abhalten, wieder in die Höhle zu krabbeln? Weiß nicht. Ich bin Monsterjäger, kein Wahrsager. Kein Grund, böse zu sein, Hexe. Ich mach dir gute Preise für meine Waren, als Dank. Komm in 2 Tagen wieder. Dann kannst du dir mein neues Lager ansehen. Ich muss weg. Bis dann. Geil, 5 Erfahrungspunkte. Und keine, doch eine Bezahlung. Ich dachte, wir kriegen gar kein Geld. Aber ich komme nicht in 2 Tagen wieder. Wozu denn? Das ist doch, also, nichts Besonderes. Er wird mir eh wieder nur noch Schrott anbieten, irgendwelchen blöden Wein, den ich nicht kaufen will. Oh nein, das war das vorletzte Fragezeichen. Ich dachte, ich hätte noch ein paar. Okay, krass. Ah, dann auf zum letzten Fragezeichen, meine Freunde. Komm, wir reiten nachts hin. Wo bist du denn? Plötze? Ach, mit deiner männlichen Stimme, oh Gott. Ich werde Plötze nie wieder gleich sehen, wie zu dem Zeitpunkt, als ich noch nicht wusste, wie er redet und so. Versteht zwar ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Ich meine, klar, es sollte halt wahrscheinlich lustig sein oder so, aber. Oh, hier ist Wasser, Moment. Okay, ich muss also
Hier schien mal eine Brücke oder sowas gewesen zu sein. Aber die muss ja mega lang gewesen sein, die Brücke. Krass. Wir müssen aber genau in die andere Richtung. Los, los. Was wollte ich sagen? So. Ja, genau. Also, es sollte wahrscheinlich lustig... Sollte wahrscheinlich lustig gewesen sein, dass man ihm halt, oder dass man ihr, der Plötze, dem weiblichen Pferd, der Stute, wie auch immer, eine männliche Stimme gegeben hat in dieser Sequenz. Ich bin mir auch nicht so richtig sicher, ob sich Geralt das nur eingebildet hat, oder ob Plötze halt wirklich geredet hat, keine Ahnung. Aber es war ja irgendwie ein bisschen eklig, muss ich zugeben. Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie eine sehr hübsche, weibliche Stimme gehabt hätte. Oh, hier waren noch ein paar Glühwürmchen, aber jetzt sind sie weg. Schauen wir mal. Verlassenes Lager oder so? Oder bewachter Schatz? Bewachter Schatz. Von einem Panther. Nur von einem einzelnen Panther? Das ist dann aber leicht. Komm mal her. Was macht er denn? Okay, er macht viel Schaden und nimmt deutlich weniger Schaden an, als ich gedacht hätte. Ach, direkter Tod. Alter, war ich schon fast tot, von daher. Ja, das war einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein weiterführendes Quest ist. Passt auf. Ja, liegt nämlich eine Leiche. Befehle für Calvin oder Kelvin. Calvin, du weißt, ich kann dich gut leiden. Besser als den Rest, denn dein Kopf taugt was. Aber diese Sache mit dem Panther, ist das dein Ernst? Du hast einen verdammten Panther adoptiert? Ein paar unserer Männer kehrten mit so zerfetzten Ärschen zurück, dass sie die nächsten Wochen im Stehen scheißen müssen. Und wenn sie nur daran denken, wieder auf Patrouille zu gehen, zittern sie auch schon wie Ästenlaub. So geht das nicht weiter. Wie ich höre, hattest du sogar die Stirn, ihm seinen Namen zu... Hobbes, du hast mehr als eine Schraube locker, was? Jetzt hör gut zu, ich sage es dir nicht zweimal. Der Überbringer dieses Briefs hat einen ordentlichen Geldsäckel bei sich. Das ist der Löwenanteil, nein, das soll nicht witzig sein, unserer letzten Beute und er gehört dir. Wenn du diese zu groß geratene Katze in die Wildnis schleppst und ihr dort die Kehle durchschneidest, klar soweit, du wirst dir von dem Geld zwei reinrassige Windhunde besorgen, dann vergessen wir die ganze Angelegenheit. So bin ich, wenn ich großzügig bin. Ich kann auch anders, stracken. Das ist doch der Chef der Hanse gewesen, oder? Es wird doch kein weiterführendes Quest und der Panther hat anscheinend alle umgebracht. Sehr geil. Warum musste ich ihn dann umbringen, verdammt? So, das war's, das letzte Fragezeichen. Oh, es ist so bitter. Das letzte Fragezeichen in Witcher 3. Und halt Zusatzpacks und wie auch immer. So, wir können jetzt noch zu dem bewachten Schatz gehen, wenn wir wollen würden tun. Wir könnten dann nochmal die Hanse probieren. Und dann haben wir eigentlich nur noch Hauptquests. Gibt es noch irgendwo was, was ich nicht gemacht hatte? Nee, ne? Krass. Es gibt wirklich nur diesen einen Ort, den ich noch nicht gelöst habe. Also das war ja mal ein Fragezeichen. Und dann gibt es halt noch dieses Hanse-Ding, weil beim Hauptspiel von Witcher 3 gab es ja mindestens ein Fragezeichen-Ort, den ich nicht auflösen konnte. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile gehen würde, aber damals ging es nicht, weil es war eine Person in Not, die war halt in so einem Käfig drin, die war eingesperrt in einem Käfig und halt der war von Banditen bewacht. Und ich habe alle umgebracht, normalerweise, das war nicht das einzige Mal, dass man so jemanden gefunden hat. Normalerweise war es halt so, dass wenn man alle umgebracht hat, dann hatte entweder einer von den Banditen einen Schlüssel oder die, es war halt in der Kiste, die zu dem Banditenlager gehört hatte, da war eine Kiste und da war ein Schlüssel drin und damit konnte man dann den Käfig aufmachen und den Typ dann freilassen und dann war quasi dieses Fragezeichen gelöst. Und bei dem einen Ort, wo ich es nicht geschafft habe, war das Problem, dass nirgendwo der Schlüssel war. Also er war einfach nicht zu finden. Da waren keiner der Leichen drin und er war aber auch in keiner Truhe drin. Und deswegen konnte ich einfach die Person in Not nicht freilassen. Sie sitzt immer noch da, die müsste mittlerweile eigentlich verhungert sein. Es sei denn, es gibt irgendwelche geheimnisvollen Wesen oder Menschen, die ihm immer Essen bringen oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war es halt so, dass ich denen da nicht helfen konnte. Und da gab es noch ein, zwei andere Orte, wo die Gegner zu stark waren und ich halt einfach nie zurückgekehrt bin. Und ich glaube, hier ist es genauso. Hier war am Anfang der Gegner zu stark und jetzt kehre ich halt zurück.
Halt, falsche Richtung. Jetzt kehre ich halt zurück und naja, das habe ich halt bei Witcher 3 beim Hauptspiel nicht gemacht, weil erstens ging es viel länger. Vermutlich hat das Fundament nachgegeben. Wurde buchstäblich untergraben. Guck dir die Ruine. Wenn ich einmal hier bin und es. Stimmt, Schatz suchen. Ich habe ja überlegt, ob ich noch. Meinen Respekt. Ob ich noch die Schatzsuchen teilweise machen will. Weil ich glaube. Hey da! Nicht auf mir rumtrampeln! Wo geht's denn hier rein? Aber. Muss ich nicht nach unten oder so? Wenn Nelly mir einen Kredit gibt. Ah, ich will weglassen. Sicherheit haben. Aber eigentlich wäre es jetzt so machen, dass ich erstmal. Und warum? Was ist denn hier los? Werde ich jetzt so machen, dass ich erstmal. Das hier jetzt mache, die Schatzsuche, weil ich durch Zufall halt sowieso gerade hier bin, dann will ich eigentlich. Ach, das war's schon, oder was? Das war einfach. Hauptsache, ich habe Katze genommen. Endlich eine Reaktion auf meinen Aushang. Ein Hexer, groß wie ein Berg, bärtig wie ein Zwerg. Er fragte nach dem Auftrag und sagte dann, er könnte ihn übernehmen. Für so viel Geld, wie wir für Fifis Mitgift zurückgelegt haben. Nerven wie Taue. Welche Wahl blieb mir? Ich musste einwilligen. Der Hexer behauptet, ein unterirdisches Monster würde die Probleme verursachen. Er erkundete das Gebiet und fand einen Eingang zum Höhlenkomplex bei einem Fluss in den Makassendwäldern. Morgen will er hingehen. Der Hexer ist noch nicht zurück. Ein Elf aus der Stadt hat nach ihm gefragt. Der hatte die Stirn, einem Anderling unsere Adresse zu geben. Schluss jetzt! Nie wieder heuere ich einen Hexer ein. 10 Tage ist es her, dass er seinen Vorschuss bekommen hat und verschwunden ist. Ich werde seine Hinterlassenschaften verkaufen, um wenigstens einen Teil meiner Ausgaben zu ersetzen. Wie dumm, dass er größtenteils Papierwische mit Gekritzeln erlassen hat, die ohnehin keiner kaufen werden will. Sieht aus, als wollte er den Glumar hier jagen, den ich erledigt habe. Nur er hat's nicht mehr nach Hause geschafft. Schade. Ja, wie gesagt, Hauptsache Katze genommen. Ich dachte, hier geht's jetzt tief rein und alles. Und es wird halt wirklich eine Schatzsuche. Aber im Endeffekt war es bloß, ja, geh hier mal rein und bumm's aus Nikolaus. Oder geht's doch noch tiefer rein? Gepflegte Weste. Oh, da sind zumindest noch Gegner. 2 Erscheinungen. Oh, direkter Tod. Okay, die waren super einfach, die Erscheinungen. Wir haben nicht mal Irden gebraucht. Ach. Ach, hier unten ist das. Ich habe den nicht gefunden gehabt. Das war das Problem. Genau. Ich wusste nicht, wo diese Schatz... Also, wie ich hier reinkomme. Ich wusste nicht, wie ich hier nach unten komme. Deswegen habe ich das nie gelöst gehabt. Das war das Problem. Alles klar. Bingo Bongo. Also, alles richtig gemacht. Schatzsuche vereint und... Ja, also, ja, egal, war alles richtig. Weiter für uns Quest? Oh. Ich will doch einfach bloß... Na also. Tagebuch eines besessenen Angestellten. Ich habe mich entschieden, ich werde sie morgen fragen. Ein Mann lebt nur einmal. Wir haben uns mittags am gleichen Ort wie immer verabredet. Clarissa hat sich einen halben Tag freigenommen und ich schleiche mich aus der Kanzlei. Der alte Couch von einem Aufseher wird niemals merken, dass ich weg bin. Und selbst wenn, na und? Ich bin jung, ich finde eine andere Arbeit. Obwohl, wenn Clarissa rausbekäme, dass ich meine Arbeit verloren habe, sagt sie vielleicht nicht ja. Ich hätte schon vor Ewigkeiten um ihre Hand angehalten, wenn ich nicht gewusst hätte, wie sehr sie ein Leben in Armut fürchtet. Sie hat es mir nie gesagt, aber ich sehe, dass sie sich Sorgen macht. Aber worauf warten wir? Zusammen werden wir sparsamer leben als jeder für sich und außerdem müssten wir dann nicht ständig darüber nachdenken, wie wir uns hier treffen können. Ich wollte sie in das feinste Wirtshaus von Beauclair zum Essen ausführen. So oft habe ich mir das vorgestellt. Bedienungen in goldener Kluft würden uns Gras, das ist Gänsestopfleber, glaube ich, unser Best erreichen. Clarissa würde auf einem Seitenkissen sitzen, ein pechschwarzer Haarkrone auf dem Kopf und sie wäre die schönste Frau weit und breit. Dann würde ich einen Diamantring hervorholen. Doch die Wahrheit ist, dass ich mir so etwas niemals werde leisten können. Nicht einmal, wenn Clarissa mir versicherte, dass ihr ein Ring aus Silber genug wäre und wir das Geld lieber für ein Haus in Haute Ville ausgeben sollten, wo wir einen Laden öffnen würden und sie Hüte verkaufen könnte. Darum werde ich morgen um ihre Hand anhalten in der verlassenen Weinhöhle, in der wir uns immer treffen.
unser vertrauter Unterschlupf, an dem wir schon so viele wunderschöne Stunden miteinander verbracht haben. Sie hatte sich nie beschwert. Sie hat sich nie beschwert, dass wir bei unseren einzigen romantischen Momenten stets von Spinnweben und alten Weinfässern umgeben waren. Doch morgen wird alles das enden. Wenn wir erst verheiratet sind, werde ich sie zu mir holen und über meine Schwelle tragen. Es wird sicherlich eng werden, doch genügend Platz für ein Bett habe ich und es wird keine Spinnweben geben. Ich habe nur einen einfachen Kupferring für sie mit einem roten Glasstein der billigsten Sorte verziert. Aber ich verspreche ihr, diesen Ring in einem Jahr gegen einen Ring aus Silber einzutauschen mit einem Amethyst oder vielleicht sogar einem Rubin. Oh, Clarissa, wenn es doch schon morgen wäre. Ich glaube, heute Nacht werde ich kein Auge zu tun. Problem ist nur, dass es drinnen gespukt hat und blöderweise die Erscheinungen, die umgebracht haben, was mir sehr leid für die tut, aber komisch, die waren ja anscheinend schon oft hier und erst als sie heiraten wollten oder er um ihre Hand anhalten wollte, sind die durchgedreht, die Erscheinungen, und haben sie umgebracht. Sehr traurig. Da frage ich mich natürlich, wie sind die denn hier reingekommen, weil ich musste ja erstmal den Eingang finden oder ist es schon so lange her, dass es erst eingestürzt war, nachdem die schon hier unten waren. Keine Ahnung. Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Und wir kommen raus und Katze hört auf. Perfekt, so muss es immer sein. Gut, das war's. Und jetzt geht's nochmal zur Hanse, oder? Ich würde sagen, es war halt echt schwer, aber wir versuchen es nochmal, würde ich sagen. Sonst haben wir alles. Krass. Nice. Haben wir also noch mehr geklärt oder noch gründlicher geklärt, als es bei Witcher 3 der Fall war. Ich weiß gar nicht, wie es bei dem Zusatz Heart of Stone war, ob ich da irgendwas offen gelassen hatte, irgendein neues, also eines von den neuen Fragezeichen, weiß ich gar nicht mehr. Aber ist auch nicht so wichtig. Weil wenn es erstmal, und es müsste dann ja theoretischerweise die letzte Hanse-Basis sein, da müsste man ja eigentlich die komplette Hanse ausgeräuchert haben. Glaube ich. Mal schauen, ob wir es schaffen, weil wir sind jetzt nicht... Also wir sind jetzt wahrscheinlich schon etwas... Kann ich nicht speichern. Wir sind jetzt wahrscheinlich schon etwas stärker als vorher, aber so krass viel mächtiger sind wir eigentlich nicht. Würde ich behaupten. Ich weiß, wo renne ich gerade hin? Das habe ich hier noch markiert. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich doch gar nicht. Das ist doch gar nicht das, was ich markiert hatte. Schön, komplett in die falsche Richtung gerannt. Doch nur ein paar Tropfen. Mit Plätze eh nicht durch. Vertraue niemals einer Frau. Niemals. 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 Okay, wir speichern schon mal. Puh, ich bin echt gespannt, weil wie gesagt, ich fühle mich jetzt gar... Also, ich glaube, unsere Ausrüstung ist halt schon deutlich besser als damals, aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. So, auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach, meine Freunde. Wünsch mir Glück, ich wünsche mir auch Glück und los geht's. Werde wohl Katze nehmen müssen. Mal speichern. Schnappt euch die Kurtisanenbrut! Ich bin doch gar kein Kurtisane. Kommen die her? Sind die so nett? Du sackgesichtiger Mistfink! Oh, Geralt, gerade als ich zuschlagen will, nimmt er deine Wache wieder weg. Ja, wir machen auf jeden Fall gut Schaden. Ich glaube, wir machen deutlich mehr Schaden, als es damals der Fall war. Und irgendwie läuft es gerade sehr gut, weil nur der eine gegen uns kämpfen will. Okay, jetzt hat es auch der andere gerafft. Aber es macht nichts, weil er jetzt tot ist. Das läuft doch gut gerade. Bogenschütze haben sich selber getroffen, oder zumindest einen von den Freunden. Also wir kämpfen gerade wirklich wie ein echter Hexer, würde ich sagen. Grandios, sehr geil. Das können wir nämlich nochmal speichern. Ich will aber, komm, Zwiebeln, das war die Zwiebelbande. Ich brauche neue Zwiebeln, meine Zwiebeln sind alle. Oh, da hat die grillte Schweine vielleicht wahrscheinlich einer der Bessergestellten. Ja, da ist die Zwiebel, sehr gut. Come on, Zwiebeln. Na, nur ein paar Kronen.
Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax... Oh, du sollst das Meteoriden-Ding mitnehmen. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.